einem Abstiegsplatz. Und Trainer Kjetil Rekdal musste gegen den Aufsteiger aus Osnabrück unbedingt gewinnen. Und es fing auch endlich mal gut an. Halbe Stunde gespielt, schon fault Jendrisek und den fälligen Strafstoß verwandelt Rundström sicher zur 1:0 Führung. Und so hatte Kaiserslauterns Torwart Fromlowitz das Tor gesehen, beziehungsweise eben nicht gesehen. In der 69. Minute war es Kapitän Beda, der den Ball zum 2:0 über die Linie drückte und für deutliche Entspannung bei Trainer Kjetil Rekdal sorgte. Als Opara kurz vor Schluss den 3:0 Endstand erzielte, waren auch die zuletzt so frustrierten Fans wieder mit ihrer Mannschaft versöhnt. Manch einer von ihnen wusste ja schon gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, zu gewinnen. Saisonübergreifend war das der erste Heimsieg nach 13 Spielen. Kaiserslautern blieb zwar auf einem Abstiegsplatz, aber jetzt war doch wieder etwas Zuversicht in den Gesichtern zu erkennen.